Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Mod Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir, MacMan, yes! Ja, und das hier, das Objekt unserer Begierde, die Amazon Cayena 6001. Und zwar ist das die Version 1.01, genau. Und ja, ist eine ganz besondere Sämaschine, hat zwar jetzt hier keine besonders große Arbeitsbreite oder sonstiges, aber einmal sieht sie vom Skript her, beziehungsweise vom Skin her, richtig, richtig geil aus. Also der gefällt mir richtig gut, der Skin. Schöne, klare Farben, also das passt auf jeden Fall, wie Amazon eben sein soll. Hier wirklich alles bis ins Detail dargestellt. Ich finde es einfach pornös, kann ich jetzt nicht anders sagen. Also einfach klasse. So, und wir schauen natürlich mal zum Händler. Genau, hier haben wir das gute Stück. So, jetzt kommt nämlich die Besonderheit, und zwar haben wir erstmal die Arbeits- und Transportbreite sind 6 und 3 Meter, die Arbeitsgeschwindigkeit 8 bis 15, Leistungsbedarf ab 136 PS Traktoren sollten da vorne drangehangen werden, Saatgut 2400 Liter, Düngertank 1600 Liter, Unterhaltskosten 80 Euro am Tag. Ja, das ist nämlich die Besonderheit, diese Sämaschine düngt gerade, also düngt, wie nennt sich das? Das ist eine Unterfußdüngsämaschine, irgend sowas, keine Ahnung. Wir können ja mal kurz lesen, was der Modder noch schreibt. Die neue moderne Zinkenschar-Sämaschine Cayena ist konzipiert für die schnelle Aussaat mit oder ohne vorheriger Bodenbearbeitung. Sie spielt ihre Stärken besonders auf harten und steinigen Böden und in trockenen Regionen aus, wo herkömmliche Schare versagen. Ob für Grob-, Mittel- oder Feinsaaten, für Mulchsaat, die Saat auf den gepflügten Boden oder in die Stoppeln mit 6 Meter Arbeitsbreite leistet die Cayena eine enorme Schlagkraft. Mit Arbeitsgeschwindigkeiten bis 15 km/h sowie ein 2400 Liter fassenden Saatguttank und dem 1600 Liter Düngertank bietet Ihnen die Cayena viel Potenzial für höchste Tagesleistungen. So, kostet 62.300 das gute Stück. Ist ein ordentlicher Preis, also das passt auf jeden Fall. Und wir hängen das Teil jetzt einfach mal an. Jetzt wollen wir mal gar nicht hier weiter rumgucken. Wie gesagt, die düngt halt mit. Das ist wirklich, also das richtig coole an der Sache. So, mit X können wir das Ganze aufklappen, das gute Stück. So, dann haben wir noch eine Besonderheit. Und zwar, wir können jetzt mit der Umschalttaste links und O können wir jetzt einmal die Saatgut umstellen. Können wir einmal düngen aus, düngen Teilfläche, düngen Vollfläche. Ihr seht auch die am rechten Bildschirmrand, die 1517,94%. Das ist unser Dünger. Vorratstank. Dann können wir Fahrgassen einschalten, Fahrgassenmenü einblenden, Sämaschine einschalten, Saat wählen. Also wir können, Moment, ganz normal ansehen, keine Zuckerrüben und keine Potatoes. Sämaschine zuklappen, ja, und ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter. So, jetzt senken wir das gute Stück mal. Und mit der Taste 0 können wir Fahrgassenmenü einblenden. Das können wir einmal auf Automatik lassen oder auf manuell schalten. Auf manuell haben wir hier die einzelnen Fahrten. Fahrgasse in Fahrt Nummer 7, Arbeitsbreite Saat 3, Arbeitsbreite Pflege 39, also aktuelle Fahrtnummer, die können wir hier eingeben, ist 10 bis 13. Das können wir hier aber auch alles noch umstellen. Hier können wir das auch einstellen. Hier sind es quasi nur 3 Fahrten und ja, dann ist halt in Fahrt 2 die Fahrtgasse. Das kann man hier alles manuell einstellen. Hier kann man das Ganze dann noch vergrößern. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese manuelle Einstellung, schön und gut, dass das vom Modder mit eingebaut wurde, aber meines Erachtens braucht keine Sau. Also ich würde es nie benutzen. Generell die Fahrgassen, okay, man kann sie mit einbauen. Ich würde aber allerdings auf Automatik machen. Das wäre jetzt quasi Fahrt 1. So, Fahrgasse in Fahrt Nummer 5, Arbeitsbreite Saat 3, Arbeitsbreite Pflege 27, keine Ahnung, wie sich das jetzt genau auswirkt. Hier oben können wir das Fenster noch verschieben, wenn wir das möchten. So, und dann können wir aber auch die Fahrgassen einschalten mit der Taste 9, aber auch ausschalten. So, wir machen jetzt erstmal das komische Menü hier wieder weg und starten jetzt mal. So, jetzt seht das gute Stück an und ihr seht, hier wird gleich mit gedüngert. So, die Fahrgassen haben wir jetzt ausgeschalten und ich drücke jetzt mal mit der Taste 9 die Fahrgassen einschalten. Und da seht ihr schon, dahinter lässt er hier Fahrgassen für die Pflegebereifung der Traktoren. Wenn man dann eben düngern, muss man ja nicht mehr, aber
wenn man dann eben ernten will oder keine Ahnung, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, wenn das Teil eigentlich gleich mit Dünger. So, dann haben wir noch die Option, Moment, Dünger aus und Dünger Teilfläche. Das heißt, dann düngt er eben nur hier so einen Teil von der Fläche, da wo die Fahrgassen eben sind. Also da wo die Fahrgassen sind, düngt er eben nicht. Und vollflächig. So, so einfach ist das. Beim Umdrehen gefällt mir nicht so richtig, dass es gute Stück nicht nochmal zurücksetzt. Der lässt nämlich dann hier vorne immer eine ganze Ecke aus. Also das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Seht ihr da vorne, da lässt er mal ein schönes Dreieck stehen. Also das ist, ja, naja, eine Sache für sich. Muss man nicht haben. So, ja, wie gesagt, lässt er halt hier eben die Fahrgassen. Ihr seht das schon. Das sind quasi hier die Räder, sind ein bisschen nach oben. Die drehen sich nicht mit und das sind dann eben die Fahrgassen. Ja, wenn euch der Mod gefallen hat, also ich finde ihn mittelprächtig, also das mit den Ansehen und Düngen, gleichzeitig mal in einer Sämaschine endlich, das ist eine feine Sache. So, aber die Wände hier mit dem Helfer, das klappt natürlich noch gar nicht. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial nach oben. Oder man braucht eben einen Traktor, der hier so einen Knick fährt. Aber, keine Ahnung, würde mir jetzt auch keiner einfallen. So. Na gut. Wie gesagt, wenn euch der Mod gefallen hat, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Download-Link. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da für noch mehr Mods. Und, ja, ansonsten, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder per PN, was ich mal vorstellen soll. Und, ja, die Leute, die neu sind, abonniert einfach. Dann kriegt ihr mal die neuesten Videos. Und für meine Bros noch ein fettes High Five. Bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Tschüss.